Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute jemand ganz Besonderen vorstellen. Jemanden, der in meinem Leben schon seit letztem Jahr, dem 11. Juni ist. Es ist etwas Kleines, Besonderes, Unspektakuläres, aber so Süßes. Und zwar mein Hamster. Ja, sie macht gerade eine Flunder, ich weiß gar nicht warum. Und es fliegt ein Flugzeug hier vorbei. Ah, es ist ein Hubschrauber vom Krankenhaus. So, Ellen. Also, sie heißt Ellen. Fuck, hallo. Seht ihr sie? Ja, sie ist etwas kamerascheu. Sie war noch nicht vor der Kamera, wisst ihr? Ich wollte einfach einen Hamster haben. Von meiner Ursprungsheimat, da habe ich halt noch einen Hund. Lenny heißt der. Während des Studiums konnte ich ihn aber natürlich nicht oder schlecht mitnehmen. Vor allem, weil das ein ziemlich großer Hund ist. Und dann dachte ich mir, ich brauche irgendwie ein Haustier. Irgendwas Kleines. Was auch immer. Und ja, dann habe ich mir Ellen gekauft. Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Als ich bei der Tierhandlung war, ich bin mit dem Gedanken reingegangen, ich möchte einen Zwerghamster haben und es muss ein Junge sein. Ich hatte schon, wo ich kleiner war, einen Goldhamster gehabt, das war ein Mädchen. Und dann dachte ich mir, ach, ich hole mir mal einen Jungen, muss doch eigentlich ganz cool sein, ne? Ich gehe dann halt rein und sage dann so, hey, ja, ne, hier, Verkäuferin und so, pass auf, ich will einen männlichen Hamster haben. Und dann suchen wir erstmal, da sind ja mal ganz, ganz viele Hamster. Und dann suche ich mir erstmal einen Hamster aus. Und dann stand sie da und sie, ja, suchen Sie sich erstmal einen Hamster aus. Und dann gucken wir, ob das ein Männchen ist oder ein Weibchen ist. Okay, dann stand ich dann da halt vor diesem Glasterrarium und habe mir dann die Hamster angeschaut. Und bei mir ist das immer so, wenn ich mir irgendwas aussuchen muss, dann muss es immer so was ganz Besonderes sein. Oder ich denke dann immer, das ist Schicksal und so weiter und so fort. Und habe dann darauf gewartet, dass irgendein Hamster was Komisches macht. Damit ich dann weiß, okay, alles klar, das ist halt mein Hamster dann, ne? Auf jeden Fall war dann ein Hamster da, das da, und hat dann mit der Foto so quasi am Glas sich so festgehalten. Also die Foto war dann so am Glas dran. Und das fand ich irgendwie so süß und dann habe ich meinen Finger so dagegen gehalten und dann haben wir uns quasi so berührt, wisst ihr, so ganz theatralisch und so. Dann habe ich halt den Finger da so hingehalten und in dem Moment, als ich das gemacht habe, so als ob das so ein Impulsschlag war, hat Ellen, ne, mein Hamster, auf einmal einen anderen Hamster gebissen, so richtig attackiert und beide haben angefangen zu quieken und keine Ahnung. Und ich dachte so, oh mein Gott, was ist das, mir schon zu viel Schicksal, dachte ich mir so, ne? Ich meine, ich wollte ja was Besonderes haben, aber nicht hier Mord und Totschlag. Und auf einmal fangen die sich da an zu beißen und dann waren wir so gleich so, okay, ich will diesen Hamster haben, ne? Und dann sage ich so zu der Verkäuferin, ja, ich möchte dann auf jeden Fall diesen Hamster haben. Und dann sagt sie so zu mir, oh, Sie sind aber auch eine Liebe, wollen Sie natürlich den Hamster schützen, der von dem anderen attackiert wird. Ich gucke sie so an, ich so, nein, ich will den Hamster haben, der den anderen attackiert hat, der ist cool. Und dann hat sie den rausgenommen und dann meinte sie total überzeugt, das ist ein Junge. Ja, das sieht man auch hier und bla bla, so wie die halt immer reden, also so reden die natürlich nicht, aber so hat sich das für mich in dem Moment angehört. Das ist ein Junge. Und dann dachte ich so, oh, perfekt, ne, noch der Verrückte und ein Junge, alles klar. Alles geholt, was Ellen so braucht und so weiter und so fort und ab nach Hause. Dann so nach einem Monat, ich habe nämlich eine gute Freundin, die hat selber einen Hamster. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, sag ich so, ey, mein Hamster, das ist doch kein Junge. Der hat ja gar keine Eier. Und dann meinte sie dann so, das ist komisch, weil eigentlich sieht man das so bei den Hamstern relativ gut, sag ich mal. Oder irgendwie merkt man, dass da irgendwie auf jeden Fall was ist, ne. Dann habe ich im Internet geschaut und so weiter und so fort, Bilder verglichen und dann halt mit dem Unterleib von diesem Hamster auch verglichen, ne. Und dann habe ich halt gesehen, dass es ein Mädchen ist. Also die Frau hat mich einfach mal verarscht. Oder sie hat es nicht richtig gesehen. Ich meine, okay, wenn man die Hamster kauft, dann sind sie auch sehr klein und so eine Babys und man sieht halt nicht immer so gut, wie was die so sind und wer die sind und so. Wer die sind. Ja, und jetzt habe ich halt ein Mädchen. Und ich wollte meinen Hamster unbedingt Ellen nennen. Ellen von Hangover. Ihr wisst schon, diesen komischen Dicken, der immer komische Sachen macht. Und naja, jetzt heißt sie trotzdem Ellen. Und ist halt ein Mädchen. Was soll man dazu sagen? Ja, und sie ist total süß und klein und lieb und ja, lässt sich streicheln und so. Also gibt ja auch so eine aggressiven Hamster, aber sie ist gar nicht so. Sie ist total gechillt und total cool. Und ja, ich wollte sie euch einfach mal kurz vorstellen. Ich weiß gar nicht mal warum. Wahrscheinlich interessiert es niemanden. Aber wenn jemand selber einen Hamster hat, dann wird er verstehen, warum man den Hamster so sehr lieb hat. Und ich liebe meinen Hamster besonders viel und mache auch komische Sachen und alle meinem Freundeskreis sagen, Chevy, du bist total bescheuert mit diesem Hamster. Aber ich liebe diesen Hamster und ich würde alles für diesen Hamster tun. So. Und niemand darf was Böses gegen meinen Hamster sagen. Ja, das wollte ich euch einfach nur mal kurz gesagt haben.
dass ich einen Hamster hatte, der schon eine Geschlechtstransformation durchgelebt hat. Oder durchlebt hat. Gibt's ja auch nicht immer, nicht wahr? So, meine Lieben, dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet an diesem kurzen, merkwürdigen Video. Und ja, wenn ihr einen Hamster habt, dann solltet ihr vielleicht auch ein Video hier nochmal zeigen. Hey, ich habe einen coolen Hamster und so weiter und so fort. So, dann viel Spaß euch noch und einen schönen Tag wünschen euch Ellen und ich. Tschüss.